Höret, höret! Die Wettkampfsaison ist eröffnet! Jetzt muss ich nur schon wieder das ganze Material einpacken. Freunde, ja, morgen ist hier für mich großer Auftakt. Rennauftakt, Wettkampfauftakt, Offbeat-Auftakt. Was gibt's noch für Auftakte? Auf jeden Fall sind wir hier an der Bleilauchtalsperre und hier findet der Bleilauchlauf statt. Eine unglaublich tolle Veranstaltung. So unglaublich toll, das ist, glaube ich, die beste Veranstaltung, die ich bisher sportlich gesehen besucht habe. Vor 2 Jahren habe ich mir hier erlaubt, meine bis dahin größte sportliche Herausforderung anzugehen. Und zwar einen Ultralauf. Das heißt, Ultra ist ja alles über die Marathondistanz. Die Ultradistanz hier beim Bleilochlauf sind 48 Kilometer und 1200 Höhenmeter. Also schon ziemlich krass. Vor 2 Jahren, also 2016, im Oktober 2015 meinen allerersten Halbmarathon gemacht und habe gesagt, cool, laufen, das ist doch ganz cool. Was gibt es da noch so? Und dann habe ich den hier gefunden. Und da muss ich mich entscheiden, ob ich 24 Kilometer machen will oder 48. Und dann habe ich gesagt, also da probiere ich jetzt auch immer mal 48. Und habe das dann einfach gemacht und ich bin ins Ziel gekommen. Und danach hatte ich auch den derbsten Muskelkater, an den ich mich hier erinnern kann. Aber das alles nur am Rande. Dieses Jahr werde ich aus Trainingsgründen nur die 24 Kilometer laufen. Will aber jetzt auch nicht krass durchziehen. Kann ich auch gar nicht. Habe jetzt 3 Wochen ziemlich hart trainiert. Immer so 13 bis 15 Stunden. Deswegen geht es mir morgen hauptsächlich darum, Spaß zu haben. Viel zu essen, viel zu trinken. Und einfach hier das Wetter, die Atmosphäre und diese wunderbare Veranstaltung zu genießen. Wer Fragen hat, kann mich gerne anschreiben. So, jetzt ist also Rennmorgen. Wunderbares Wetter. Wir schaffen sogar noch zum Start der Ultras und da sind ja, also Ultra-Typen sind ja mega krasse Typen. Und jetzt ist aber auch die Aufregung da. Na endlich. Los geht's. Freunde, jetzt kann es losgehen. Die Ultras sind schon los, dann gerade auch die Kinder und jetzt in fast genau 20 Minuten sind wir dran. Beim Warmlaufen habe ich gemerkt, fühlt sich ganz gut an. Also vielleicht stelle ich doch den ersten Platz an. Wer Fragen hat, kann mich gerne anschreiben.
Einmal. So, Freunde. Puh. Das war der Beilauchlauf. Ein ganz fantastisches Event. Ganz, ganz, ganz wunderbar. Jeder, der ein geniales Event sucht zum Laufen oder nur zum Abhängen, dem kann ich den Beilauchlauf nur empfehlen. Meine Leistung, ich bin jetzt ungefähr Platz 40 geworden von, ich weiß gar nicht genau, wie wir es mitgerannt sind, 300 schätze ich mal. Das ist gar nicht schlecht. Habe ja wie gesagt auch nicht alles gegeben. Am Anfang habe ich mich doch ein bisschen zu sehr zurückgehalten. Am Ende habe ich dann ein bisschen zu sehr übertrieben. Zeitweise jedenfalls mit einer Zeit unter 2 Stunden bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Denn das war ungefähr das grobe Ziel, was ich verfolgt habe. Bei 24 Kilometern und 350, wohlgemerkt nur 350 Höhenmetern, ist das doch relativ gut, finde ich. Auf jeden Fall konnte ich mal wieder ein bisschen testen, wie das ist, wenn man richtig bolzen muss. Wenn man sich richtig dranhängen muss, dass man hier noch wirklich noch also einfach durchzieht. Also irgendwie merkt, jetzt gibt es nicht nur Sprinten und es gibt ganz langsam, sondern so ein kleiner Tempolauf war das ja quasi. Und war ja auch ein bisschen, um erstmal wieder reinzukommen in die ganze Wettkampfgeschichte. Das nächste Event ist dann der Neuseenman. Höret. In Ferropolis. In ungefähr 6 Wochen, glaube ich. Das ist eine Mitteldistanz, die ich da mache. Und da wird es dann wieder richtig spannend, weil da wird dann probiert und geguckt, wie sieht es aus mit der Form. Wie läuft's? Schwimmt's und rennt's und fährt's. Ich mache jetzt erstmal eine entspannte Woche, in der ich auf jeden Fall jetzt endlich mal das Zeug verlose, was ich hier groß angepriesen habe. Also, das haue ich jetzt raus. Ansonsten sage ich danke fürs Zugucken. Bitte hier abonnieren. Unbedingt hier abonnieren. Ja? Also, das ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Tschüss. Auf Wiedersehen. Goodbye. Bye. Wer Fragen hat, kann mich gerne anschreiben.